Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, off Kamera habe ich mich um den einen Schmiedestein 3 da gekümmert. Ging also ganz easy hier in der Stelle, wie schon so oft gezeigt. Ich muss auch sagen, ganz einfach, auch wenn man nicht kommentiert, ist es noch ein bisschen einfacher. Oder auch offensiv hier mit den Wölfen agiert, statt mit der Skelettmiliz. Hat auf jeden Fall gut funktioniert und auch dieses komische dieses Kotenkopf-Ding, also das Ding da vorne, dieses Fahrzeug, das kann man auch super schön eigentlich umkreiseln und dann halt attackieren und das geht auch super easy klar. Also das Ding muss man backsteppen und wie gesagt, habe ich einen Schmiedestein bekommen, auch noch ein bisschen anderer Kram hier bekommen, bin eine Runde hier nur gelaufen, wollte euch gerade nur nochmal mitnehmen, dass wir auch genügend Runen dabei haben, um vielleicht noch ein Level-Up nach dem Waffenaufstieg dann auch bewältigen zu können. Gut, soweit kam er das letzte Mal nicht, okay, da muss ich jetzt durch, okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach, hier, backsteppen und dann war's das, dann kann man noch einmal reinhauen und dann Game Over, gibt auch noch ein bisschen Seelen, also Runen, ich weiß nicht, ob man hier mal einen Loot bekommt oder sowas, ich glaube am Anfang haben wir da mal einen Loot gesehen, weiß ich aber nicht mehr ganz genau, ja, und das geht dann leicht bis unten hin, die Soldaten dann umhauen und das war's dann. Oh, was mache ich da? Was mache ich da? Nein! Meine Wölfe müssen doch überleben, die brauche ich unten noch so ein bisschen. Weil da unten kommen halt 4 Soldaten, dann ist es ein bisschen nerviger, wenn man da so einfach reinbrettert offensiv. So, Seelen haben wir, oder Runen haben wir ein paar Stück am Start. Generell freue ich mich natürlich auch mal, wenn man solche, sag ich mal, so wirkliche Farming-Runden da starten. Deswegen bin ich auch tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht doch wieder in die Arkanenergie investieren soll. Auch wenn es so ein Quatsch-Skill letzten Endes ist, so hier am Anfang, wenn man die entsprechenden Equips noch nicht hat und so. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie an meinem Fehler festhalten macht irgendwie auch Spaß. So, tschüss. Und ja, die droppen des Öfteren mal Schmiedesteine und das ist halt auch das Ding. Wenn die natürlich jetzt schneller Schmiedesteine droppen und so, also auch jetzt, wenn ich jetzt weiter zocke und Schmiedestein 4, 5 und so weiter brauche, dann ist natürlich Arkanenergie eigentlich auch ein Offensivskill sozusagen und ein Defensivskill, weil man einfach schneller mal irgendwelchen guten Kram dann halt getroppt bekommt. Solche Geschichten halt. So, da hauen sie ab. Wunderschön. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, in die Tafelrundfeste. Und dann wird mal ein bisschen gecraftet. Normalerweise sollte der Hammer jetzt zweimal aufwertbar sein. Und eventuell können wir auch noch was anderes machen. Ich glaube es aber nicht. Mal gucken. Und ich laufe mal doof gegen die Wand, weil ich auf mein Aufnahmegerät schaue. Traumhaft. So, das schnellste Let's Play, das man jemals gesehen hat. Folge 144, wir sind im zweiten Gebiet, noch irgendwo am Anfang. Alter, das ist so schlecht. So, Waffe verstärken, hier. Na, da wird auch was gehen. Was brauchen wir da? Schmiedesteine 3 auch. Um die Armbrust weiter zu verstärken. Ja, wäre irgendwann auch mal sinnvoll. Oder hier halt eine bessere Haltung mit dem Schild, auch absolut sinnvoll. Aber da haben wir eh bald bessere Schilde, die wir tragen können. So. Also hier gehen wir auf Damage mit dem Hammer. Was brauchen wir? 6 von 6, alles klar. Und jetzt brauchen wir die 4er. Wunderschön, da geht's doch direkt ab. Ordentlich Damage drauf. Oh je. Jo, jetzt kommen wir richtig schön in schöne Phasen hier rein. Ah, das sieht doch echt schon nice aus. Ordentlich Damage jetzt hier drauf, wunderbar. Wir haben 35.000 Seelen oder Runen. Da würde ich sagen, geben wir auch noch, oder machen wir gleich. Gehen wir wieder... Wohin gehen wir? Wo machen wir weiter? Wir waren eigentlich auch hier, also hier in der Torstadt. Da wollten wir uns eigentlich auch mal genauer umsehen. Nordseite der Torstadt. Wir könnten auch von hier aus so loslegen. Ich würde sagen, ja, machen wir es von dort aus. Gehen dort ein bisschen los, hauen ein paar Gegner um. Da kommen diese komischen Schildkrötenwesen oder was das sind. Die hauen wir mal platt. Und in Arkanenergie was reinsetzen. Ah, es wäre so Quatsch. Nee, es wäre eigentlich Quatsch. Ich komme dann ja nicht von der Stelle. Das ist halt auch Blödsinn. So, wo müssen wir eigentlich hin? So, hier hin. Genau. Hier wieder Richtung Stadt. Schauen wir uns mal ein bisschen um, was hier in der Stadt so abgeht. Generell müsste es ja irgendwo hier auch den Weg geben, der dann hoch in dieses... nach Raya Lucaria führt. Wo ist es denn? Ja, hier vorne. Reiten wir mal hin oder so vorbei oder wo auch immer hier irgendwas abgeht. Torstadt der Akademie. So ist es.
Was ist mit dir, du komisches Gas? Schildkrötenvieh. So, wie sieht es jetzt mit Damage aus? 250. Yay. Bam. Und da gibt es schöne Haltungsschaden. Tschüss. So. Was verteidigt ihr hier? War ich hier mal bestimmt, oder? Oh ja, der Sprungangriffsdamage ist bestimmt jetzt auch heftig. Und der Haltungsschaden dementsprechend mit dem Hammer jetzt. Ja, das könnte nice werden. Vor allem, wenn wir jetzt bald nochmal neue Schmiedesteine finden würden. Die Vierer. Die Dreier kann ich natürlich jetzt auch mal in andere Waffen setzen. Und so weiter und so fort. Was ist hier auf dem... Ach, guten Tag. Da ist er weg. Was macht ihr denn hier? Ey, chill mal. Junge. Tschüss. Alter, da haut sie mal ordentlich weg. Hab ich die schon mal bekämpft? Keine Ahnung. Ja, der Damage ist auf jeden Fall jetzt da, oder? Das macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Menschenknochensplitter. Traumhaft. Na, irgendwie war ich hier noch nicht. Okay, wir schauen uns ein bisschen um, hauen ein bisschen was Blatt, was uns so entgegenkommt, sag ich mal. So, du nervst schon mal nicht. Ich one-hitte die, das ist ja mal krank. Ja, wenn man dann gleich noch ein bisschen... Oh, der hier scheint irgendwie ein dicker Kollege zu sein. Ich heile mich mal sicherheitshalber, bevor das jetzt irgendwie schief geht. Ich wollte dich backsteppen. Sehr schön, hat geklappt. Das schützt mich auch ein bisschen. Wunderbar. Hau einfach blind rein. Alles, was du triffst. Sehr schön. So, der müsste eigentlich mehr geben. Oder zumindest mal ein neues Objekt. Nö, irgendwie gar nichts. Da hat er wenigstens das hier verteidigt. Jo, nee, absolut wichtig. Aufnahmegerät? Jo, nee, ist an. Alles klar. Ich weiß nicht, ob hier in der Vorstadt da irgendwas los ist. Torstadt, Vorstadt, wie auch immer. Ob man hier irgendwas Wichtiges finden kann. Manchmal fällt mir die Orientierung im Spiel schon ein bisschen schwer, muss ich sagen. So, goldene Rune abkassieren. Oh, Arkanenergie. Gerade weil ich weiß, dass das Let's Play noch so lang gehen wird, wäre natürlich Arkanenergie schon irgendwie sinnvoll. Irgendwie schon, oder? So, tschüss. Ja, wenn ich jetzt auch hier immer schönen Loot bekommen würde von den ganzen Viechern da und so. Ach, ich weiß es nicht, wie ich es machen soll. So, Rums. Ah, der Hammer macht schon Laune. Was haben wir hier? Blutgerinnsel der Albinaurik. Ja, das haben wir schon. Das ist irgendeine Zutat. Tschüss. Ja, der ist schon down. Alles klar. So, wir kriegen einen Heiltrank wieder gut geschrieben. Was ist eigentlich mit den Steinen hier? Nix, ne? Warum springe ich eigentlich nicht ordentlich ab? Was mache ich da? Aber jetzt mit dem Hammer macht schon irgendwie Laune. Jetzt mal eine wirklich gute oder solide... Ach, du Chill-Kollege. Hat aber nichts am Start, oder? Dunkelschmiedestein, doch. Oh, okay, alles klar. Hätte ich aber auch kaufen können, glaube ich. Habe ich ja schon die Optionen dazu, ne? Alter, mit dem Hammer vom Pferd. Das ist auch locker. Rums. Das macht schon irgendwie Laune. Ja, ich muss mal gucken. Aua. Wie konnte ich da wieder absteigen? Irgendwie so abspringen. Das ging doch irgendwie. So, genau, wenn ich schnell reite. Genau, so war's. So, wir haben ja noch den TP-Ring an. Genau, wir kriegen ein bisschen Gegenheilung. Wunderschön. Hier drüber gesprungen über die Attacke. Wunderbar. Ich bin begeistert. Das läuft ja Wahnsinn. Jetzt wird er überschwänglich. Und dann geht's näher in die Hose. Ist ja klar, ne? So, hier, schnell. Dann auf die zu. Die rollen irgendwie rum und töten mich traumhaft. So, das Schild hier kennen wir, glaube ich, auch schon. Das war nicht so gut. So, hier den Backsteppen war, hätte ich fast gesagt. Bitter. Schade. So, was ist mit dir? Rums. Ich liebe es einfach. Es ist so sinnlos. Ja, was eine gute Waffe in dem Spiel ausmacht, sieht man hier deutlich. Was nochmal Richtung Arkanenergie. Ich könnte ein, zwei... Oh, wer chillt hier rum? Lanya, Lanya. Okay. Würdet ihr mir wohl antworten? Oh, oh. Dialos, der hat hier seine Frau gesucht. War das nicht der Typ im Hub, oder?
Hallo, mein Bester, sag mir doch bitte, wenn ihr etwas wisst, wo sich das geheime Haus dieses elenden Teufels befindet, dieses Rekusanten, ja bla, sie haben sich an meiner Dienerin Lanya vergriffen und diese Schmach lasse ich nicht ungesühnt. Die Geschichte von Haus Hosloft ist in Blut geschrieben. Ich, Dialos, schwöre, diese Nachricht zu überbringen. Sie haben sich an meiner Dienerin vergriffen, ja klar, alles klar. Jetzt kann ich wahrscheinlich im Hub wieder mit dem reden. Ich habe mir echt, also ernsthaft überlegt, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, im ersten Playthrough hier einfach alle NPCs, die hier rumnerven, einfach umzuhauen. Ich weiß es nicht, weil ich müsste eigentlich, jetzt mal ohne Quatsch, ich müsste ja eigentlich alle Questlines oder viele Questlines irgendwie abschließen. Ich muss am richtigen Ort zur richtigen Stelle sein und so weiter. Auf YouTube findet man da eigentlich schon viele Tutorials. Möchte ich die jetzt so einbauen ins Let's Play? Nein, eher nicht. Ich möchte meine eigene Erfahrung machen, zumindest mal im ersten Durchgang. Und da wäre es eigentlich ja cool, im ersten Durchgang einfach mal alles umzuhauen, um die Perlen zu bekommen und so von den Viechern da, also von den NPCs, wo man dann auch wieder, wie bei Patches, dann sich halt Sachen kaufen kann und so. Das ist ja sozusagen der Mittellösungsweg oder sowas. Oder, ja, geht halt so. Ja, und dann halt im zweiten Durchgang wirklich versuchen, die Questlines ordentlich zu lösen, so auf die Tour. Wäre zumindest mal eine Idee, die man machen könnte. Ich hätte nur Angst vor irgendwelchen Konsequenzen, wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, sozusagen. Das kann ja auch passieren. Dass man irgendwen tötet und das dann irgendwie negative Konsequenzen fürs Ende hat oder auch für irgendwelche Gegner, die irgendwo erscheinen oder was weiß ich was. Oder plötzlich kann ich nicht mehr leveln oder sowas. Das gab es ja mal früher bei den Souls-Teilen. Ja, das könnte natürlich rein theoretisch sein, aber ich habe noch nie davon gehört. Deswegen, weiß ich nicht. Wäre es vielleicht gar nicht so doof, so vorzugehen. Alles, was sich irgendwie bewegt, umzukloppen oder anzuhitten. Ja. Und es gäbe ja auch noch diese, also dass man sich da von seiner Schuld befreien kann. Aber ich glaube, dann werden die NPCs nicht wiederbelebt. Da haben wir ja auch das Item gefunden. Konnten wir kaufen, wie auch immer. So, was geht hier überhaupt ab in der Stadt? Was ist hier? Außer irgendwelche Trümmer überall und keine Ahnung. Und Krabben. Trümmer und Krabben. So, ich könnte wieder meine Helfershelfer rufen. Ach, ich dachte, das wäre was zu finden. Was ist hier los? Boah, es ist so heiß in Deutschland. Ich sterbe. Ich nehme hier gerade am Sonntag auf. Was ist es? Der 19.06. Boah, es ist so heiß. Es ist wirklich richtig heiß. Krank. Falls ich nur Schrott rede und dann sorry. So, da vorne ist aber definitiv was und wahrscheinlich auch eine Falle und die schießen dann von oben oder sowas. Keine Ahnung, gucken wir mal. Ganz gemütlich absteigen. Bist du ein dicker Kollege? Hast du eine andere Rüstung an? Nee. Sah gerade nur so aus. Ja, da kommt noch einer angejumpt. Schön. Jawohl, hier werden sie gestackert durch den Hammer. Traumhaft. Nicht so, was ist denn das? Ach, du bist auch noch da. Hey, hier, ich habe einen super geilen Speer für dich. Hier so. Stoßschwertchen. Ach, geil. Sehr geil. Ach, schau an. Keine Falle voraus. Handbuch des Schimmerstein-Metzes 4. Ja, das kann auch wichtig sein, was man da manchmal in den Handbüchern so findet, was die Objektherstellung angeht. Inventar Schimmersteinmetzes 4. Wo waren die Handbücher wieder? Wie immer habe ich es vergessen. Waren die hier? Nee. Nee. Alter. Hä? Wo waren die wieder? Bin ich gerade bescheuert? Hä, die müssen doch da hinten gewesen sein. Doch, die sind hier, oder? Warum vergesse ich das immer, wo die sortiert sind? Bin ich schon bescheuert? Hä, die waren doch dort. Haben die das neu sortiert? Ach, hier sind sie, okay. Muss ich mal merken. Achso, bei Schlüsselobjekte, okay. Schimmerstein Metzes 4. Magietopf,
Schildfett und Magietopf mit Kordel. Ja, Schildfett könnte eventuell noch sinnvoll sein, dass man dann vielleicht Schaden macht, wenn man blockt oder eine bessere Abwehrhaltung hat oder so. Beides könnte zumindest mal bei unserer Skillung wichtig werden. Überraschungsangriff voraus. Echt? Okay. Paranoia! Es ist so... Oh! Der ist irgendwie tot. Komischer Überraschungsangriff. So, hier vorne war noch was. Hier, ich kann schießen. Yay! Yeah. Oh, aber ich mache keinen Haltungsschaden mehr. Traumhaft. So, komm, jetzt nervt's mich. Okay, es nervt mich wirklich. Hallo! So, wir müssen wieder rumsen. Ganz klar. Rums! Nein! Nein! Ah, der hat auch eine schöne Keule hier am Start. Ich sollte auf mein Leben achten. Komm, ich krieg eh wieder volles Leben, wenn ich die hier umboxe. So, nur noch zwei Gegner. Oder nur noch einer. Okay. Echt? Wo sind die anderen hin? Ah, da ist er ja. So. Und da kriegen wir wieder unsere Heilflasche. Wunderschön. Und unser TP-Ring halten es auch ein bisschen hoch. Es läuft doch. Kristallknospe. Wahnsinn. Ja, und so schauen wir uns hier um. Da sind auch noch Gegner. Machen wir auch weg. Anschleichen. Aufleveln könnte ich auch. Mache ich dann demnächst auch mal. Und dann müssen wir mal gucken, in was. Oder in zwei Werte, in die ich da reinsetze oder so. Weil ich natürlich auch ja, meine Runen mal nutzen könnte, statt sie ewig mit mir rumzutragen. Krabbelschild da hinten. Geht den Berg hoch. Was ist hier los? Ist das der Typ von eben? Ja, ne? Ja, der trauert da immer noch rum. Alles klar. So, dann kann man hier noch weiter. Wo sind wir hier? Ja, genau. Wir gehen Richtung Süden. Dann können wir wieder Richtung Norden und mal gucken, was so abgeht. So. Ich werde mich aber jetzt nicht irgendwo an eine Gnade setzen. Zumindest mal nicht, solange ich keine neue finde. Um da nicht wieder Respawn und so am Start zu haben. Nervt mich jetzt die kleinen Viecher hier. Magiefett. Ja, das Inventar füllt sich so langsam auch wieder. Oder füllt sich generell. Da könnte man auch verkaufen und vorankommen und so. Nein, ich will nicht vergiftet werden. Komm, steigen wir ab. Was hilft gegen Blumen? Hämmer. Klar, logisch. Rums. Ich liebe es. Sorry, Leute. Hat mir aber auch jemand in die Kommentare geschrieben, ähnlich, dass er den Hammer liebt und dass das Spaß macht. Das hat einfach was. Hammer, Keulen, Riesenwaffen, alles was zerschmettert, ist irgendwie witzig. Finde ich mal. So. Hat auf jeden Fall was. Oh, es ist immer noch heiß, 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 heiß. So, Blümchen, da sind viele Blümchen. Große Blümchen auch noch. Absteigen, würde ich sagen. Das habe ich auch noch nicht ganz gedacht. Was soll das? Also kein Mensch läuft doch hier in die Blumen rein und stirbt. Was soll das mit den Blumen? Die geben kaum Seelen. Muss ja irgendein Bewandtnis noch haben. Klar, man kann... Oh, ja doch. Man kann doch sterben. Alles klar. So. Vergiftet. Traumhaft. Was habe ich noch Schönes gesagt? Ja, aber das könnte ich natürlich auch gegenheilen. Oh, 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 hey, 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 Blümchen, Blümchen, ey. Was ist denn mit dem Blümchen los? Alter Schwede. Ja, ich werde das gleich mal gegenheilen, den Krempel. Ich bin leider noch vergiftet. So, Blümchen, was ist mit dir? Kann mir ja so nichts anhaben. Ich bin ja eh schon vergiftet. Also, Blümchen. Ich piekst dich tot. Stirb bitte und dann kann ich mich gegenheilen. Oh oh, da kommen wieder Geschosse angeflattert. Der macht aber auch kaum Damage. 399. Was soll das mit den Blümchen da? Jo, super. So, Inventar. Irgendwelche Bolis haben wir dafür. Wo war der Kram? Ausrüstung wahrscheinlich. Ausrüstung, Boli. Kann ich die direkt nutzen? Hier, neutralisierende Boli, bla. Geht das auch so, dass ich die irgendwie direkt nutze?
Geht nicht, oder? Ach, egal. Dann machen wir es halt so rum. Hui. Schön. Heilen uns einmal hoch. An der nächsten Gegnergruppe kriegen wir eh wieder einen Heiltrank. Wunderbar. So, so geht's. So kann man es machen. Wunderschön. Ich bin begeistert. Und würde sagen, ich trinke jetzt mal eine kalte Cola. Mache Schluss für heute. Dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter, wenn jetzt nichts ganz Krasses noch passiert. Dann schauen wir uns hier in der Vorstadt, Torstadt, wie auch immer, noch ein bisschen um. Und ja, mal gucken, was hier noch abgeht. Da vorne geht es auch wieder weiter. Da sind wieder Blümchen und so. Ja, klingt alles sehr blöd. Und dann werden wir uns hier den Norden nochmal angucken. Und dann, glaube ich, haben wir es hier. Dann müssen wir irgendwie hier noch in den Osten da irgendwo hin. Keine Ahnung. Da haben wir so eine Schatzkarte gefunden, dass man diese Torstadt-Schlüssel, dass man den bekommt, dass wir da rein können und dass man dann in den zweiten Legacy-Dungeon dann kommt. So irgendwie läuft das. Werden wir sehen. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.